Wir sind hier in einem unglaublichen Ort gelandet, der Rituna Mall. Und hier ist auch eine Volkshochschule, wo Eva arbeitet. Ich frage sie mal, ob sie sich vorstellen kann. Eva, thank for having us here. And who are you and what are you doing here? I'm a teacher in the course, and in several courses. We have one course that is full time, and then we have small courses, and I'm a teacher there. And what do you teach? Also sie ist eine Lehrerin. Sie haben Fulltime-Kurse, also die ganze Zeit laufen, auch kleinere Dreitageskurse oder so etwas. Und sie ist eine Lehrerin. Und what do you teach? I teach several techniques. Techniques. Yes. How can you see sewing new clothes out of old clothes? And how do you fix a furniture that's broken? And what can you do with plastic? And so on. So jetzt, also sie unterrichtet verschiedene Techniken, wie man etwas nähen kann, wie man etwas reparieren kann, was man mit Plastik machen kann. So it's kind of recycling and upcycling. This is a brand new idea. Es ist eine ganz neue Idee, Upcycling. Or what do you think? I think that upcycling is a very, very old idea, and we have lost it since the 1950s and so on. We have lost very, very much knowledge about how we take care of things and how we repair and how we use things. Also, sie meint, das ist überhaupt gar keine neue Idee, Upcycling und Recycling. Es ist eine ganz alte Idee, so ungefähr bis in die 1950er Jahre war es noch ganz üblich, dass man Dinge repariert hat und einfach weiter gebraucht hat, versucht sie zu nutzen. Und heutzutage ist das natürlich ganz anders. I think nowadays everyone, there is so much stuff in the world, everyone just throws it away. Also jeder schmeißt es einfach weg. Yes, that's the problem, I think. One of the problems we have in the world, that we throw it away. And we are learned that we have to buy new things all the time. And that's a b big issue for us in the school to ask if is that right? Also, sie meint, wir haben es richtig verlernt, sich uns zu überlegen, was wir mit Dingen tun. Und das ist auch ein Thema in ihrem Unterricht. Ist das wirklich richtig, so viel einfach wegzuschmeißen? So, that's your idea of folk building? Yes, it is. It's. I think folk building today is about that and integration. That's. I think it's a two big issues today. It wasn't when the folk building started in 1900, but nowadays that's a two big issues for us. Okay, also die zwei größten Inhalte für der Volksbildung in Ihren Augen ist, dass man sich mit Nachhaltigkeit quasi beschäftigt und auch mit Integration und das zusammenbringt. Das ist ein bisschen, das war früher vielleicht nicht so unbedingt das Zentrum der Volksbildung, aber mittlerweile ist das, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. The sustainability is, I think, one of the most important themes of our times. Yes. And what do you feel when you look outside the window and people come and bring cars full of stuff? Also was denkt sie, wenn die Leute hier ihre Sachen ankarren? Well, I have been here now for 3.5 years, so I don't see it any longer. But it's a very, very important to be here and see it, because then you can't you have to think about how we live today. You can't come on down. You can't if you see know what I mean. So we are very, very happy to have so much many visitors here. So everyone that wants to be here, yes, come, we show you, we show you. We are very open in this place, because we think that if you see how many things come here, you have to think about the environment. Ja, also es geht ihr tatsächlich so, dass sie mittlerweile auch eine gewisse Aversion, fast schon eine Allergie hat gegen Dinge, weil es einfach viel zu viele gibt. Und das sieht sie hier natürlich besonders. Und das ist auch das Besondere an diesem Ort. Man sieht, was es für viele Dinge gibt und was man auch Tolles damit noch machen kann, wenn sie nicht mehr in ihrem eigentlichen Sinne gebraucht werden. Und ja, einen besseren Umgang vielleicht auch mit diesen viel zu vielen Dingen und auch vielleicht einfach weniger Dinge. Do you think people that are in Eskilstuna Volkshögskola use less things after they have been here? Yes. So, the people that come here, do they pay for the recycling courses? No, they just pay for the material, and that's not much, because it's free, most of it. And they got people from the government. They borrow money, exactly as if they go on other educations. Okay.
Also es ist so, in der Volkshochschule hier, also Volkshochschüler, zahlen die Leute nichts. Sie würden nur fürs Material zahlen, nachdem das Material aber sowieso da ist, in Massen, zahlen sie also tatsächlich eigentlich so gut wie gar nichts. Und die ganze Schule wird von der Community bezahlt. The community pays for the building and for your work. Yes, yes, yes. Yeah, also die Community. Die and it depends on that if we have managed to get students enough. That's the point. So if we don't have any students, we don't get any money. Also der Zuschuss hängt von der Anzahl der Schüler ab. Das heißt, es ist wichtig, dass viele Menschen hierher kommen. Also we would love to come and do a course, a class for a week. So maybe the next step would be a Retuna recycling hotel. Yes, maybe. So, thanks so much for having us here. Mm-hmm. Meine Idee war jetzt, dass Sie auch noch ein Hotel hier anschließen müssen, damit wir auch mal einen Wochenkurs hier machen können und aus diesen ganzen vielen Dingen wunderschöne neue Dinge machen können. Vielen Dank, thanks so much. Thanks so much. And now, Fika.